Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft mit Relaxation LP und Mr. Nikodem LP, aber nicht nur Minecraft, sondern Tackled. So. Du hättest mich schon ganz eingraben können. Mein Gott. Ja, wenn schon, dann richtig, ne? Ja, genau. Da musste ich wohl noch ein bisschen nachhelfen, junger Padawan. Jetzt komm und wir erkunden diese Höhle der Schatten und Monster weiter. Du dir deine Prüfung stellen musst, junger Padawan. Und hier sehen wir ganz, ganz viele Ressourcen. Die Folgen Macht möge Bild. Mit dir sein. Auch keine Macht, ich hab Gold. Nein, nicht du hast Gold. Wir haben Gold. Das ist ein weitgehender Unterschied. Ja, also ich klau's dir einfach und dann ist es meins. Ich klau dir gleich mal was und das ist deine Mutter! Wasserbahn, das war jetzt doof. Wasserbahn, hey. Ja, du findest alles doof, was mit deiner Mutter zu tun hat. Ja, weil es immer auf meine bezogen ist. Warum? Weil sie es kann. Und du nicht. Ich glaube, ich gehe lieber Steine abkrabbeln und lass mich umbringen. Alter Schwede, was man hier so alles findet. Dabei habe ich jetzt eigentlich schon längst alles, was ich brauche. Und deshalb kann ich jetzt auch wieder rausgehen, weißt du? Was? Nein, lass mich nicht zurück. Stopp wenigstens das Wasser, sonst komme ich hier nicht raus. Lass mich raus. Hm. Hilfe. Aua. Was? Boah, ich hab mich herbe erschrocken. Hilfe. Puh. Ist ja gut, ich geh ja schon essen. So. Boah, ist geil, oh, lecker. Hab's geschafft. Ohne dich. Und jetzt esse ich Brot. Mal sehen, ob wir hier noch rauskommen. Ich habe eine schlechte Befürchtung bei der Sache. Aber ich vertraue einfach mal meinen, wie nennt man das nochmal? Orientierungssinn. Du und Orientierungssinn? Ich und Orientierungssinn. Also ich vertraue meinen Orientierungspunkten auf meiner Minimap. Ja, kannst du machen. Ich habe einen Orientierungssinn. Von wegen. Ich brauche sowas nicht. Das ist nur für Kleindeppen. Auch wenn ich selber so einen Punkt habe. Ja. So. Dann gehen wir mal wieder raus aus der Höhle der Vernichtung und der Zerstörung und des Obsidian und so. Das Skelett ist weg. Interessant. Es ist wirklich da gewesen und wieder weg. Unheimlich. Und diese Relaxation-LP kommt irgendwie nicht aus dem schwarzen Etwas her. Ich warte auch nicht auf ihn. Ne. Na, wann wird's dunkel? Wann sehen wir nichts mehr? Ui. Oh! Das ist ja noch ganz anders, als ich erwartet habe. So, da sind wir wieder. Und, hier. Ja, ich gebe zu, es war meine Schuld. Das ja, meine bestimmt nicht. Ja, es ist der eigentliche Grund, weshalb eigentlich mein PC meinte, oh, ich gehe jetzt mal weg. Das war, weil The Battle Player, ich meinte Relaxation LP, so alleine da war. Und ja, mein PC mag es nicht, wenn er so alleine da rumsteht. Und deshalb meinte er, damit ich noch alleiner bin, genau. Aua, ich bin auf Fresse geflogen. Genau. Hast mich in den Stich gelassen. Ja, ich hab gesagt, er mag es nicht, aber er findet es auch auf der anderen Seite lustig. Ja, schlafen gehen jetzt. Der Brunnen wird irgendwie sehr mysteriös und komplex. Boah, das passt so perfekt. Meine Uhr ist jetzt genau bei 3 Minuten. Das ist cool, ja. Dann geh ich mal schlafen. Ja, ich bin schon im Bett. Also. Ja, ich. Ja. Klar. Schnauze! Jawoll! So, dann geht's ja wieder auf in die Mine, oder nicht? Oder was brauchst du? Nö, ich bin jetzt erstmal hier gut bestückt. Gut bestückt? Oh mit, ja. Von was reden wir gerade? Ich hoffe, wir reden vom Marmor. Anderem als Stein. Sieht irgendwie schon jetzt geil aus. Ich weiß.
Ich hab voll Bock auf dieses Lagerhaus, jetzt baus. Los. Ja, bin dabei, hier die Blöckchen zu machen. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei bei diesem EP. Charlie, la, da, 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 da. Wir bauen das Lagerhaus zu Ende, bis keiner von uns existiert. Da ist ein Zombie, er brennt. Und jetzt wird mit Kettensäge geschnetzelt. Som, 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 som. Oh, er ist tot. Wow! Also, eine Kettensäge macht eindeutig mehr Schaden als ein Schwert. Was? Diese Kettensäge ist mächtig. Verdammt endlich. Mächtig. Endlich. Mann, Baum, macht weg. Hopp. Ja, 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 ich komme ja schon. Bin ich hier dein Beppo oder was? Jupp. Ich suche mir dann noch einen Job. Vielleicht als Elektroniker oder sowas. By the way, du hast es ja vielleicht schon gehört, aber dieses komische Dust-Zeug, dieses gelbe oder blaue Dust-Zeug. Ja, genau, 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 ja. Das ja. ist dafür da, um deine Sachen zu reparieren. Hallo? Ja, okay. Gut. Und das kannst du ganz einfach herstellen. Kann man eigentlich Öl als Verbrennungsquelle benutzen im Ofen? Öl? Ja. Weiß ich doch nicht. Ich kann es mal probieren, so ein Eimer Öl da reinzustellen. Wäre auf jeden Fall ziemlich umweltbelastend. Und ich glaube nicht, dass das schmecken wird. Nein, das kann man nicht benutzen. Das wäre auch leicht komisch. Oh nee, ich wollte nicht runterfallen. Das wäre auch echt leicht komisch geworden. Los, Brutzel, lad mein Chainsaw auf. So, jetzt mal überlegen. Wir brauchen einen Namen. Mach mir nicht nach. Okay. Groß Kettensäge. Sollte das Lagerhaus eine etwas größere Tür besitzen oder sollte das Lagerhaus eine ganz normale Tür besitzen? Ein etwas sehr großes, damit unsere Wagenladungen reinpassen. Na, weißt du noch? Ja, ich hab's sofort erkannt. Wagenladung, alles klar. Gut. Ja, das an sowas erinnert man sich. Alte RP-Server, ach ja. Ach ja. So ein Scheiß. Wir waren aber schon ziemlich gut. Ja, du warst. Ja, okay, ich hatte halt die ganze Armee hinter mir, aber na und? Ich bin halt der Herrscher, mein Gott. Aber ich war ein guter Soldat. Ja. Du hast auf jeden Fall sehr schön die Mauern der anderen zerbombt. Das war ganz cool. Mit den Katapulten, die wir da aufgebaut haben. Ach ja, haben. Richtig. Von den Steinmetzen, weil sie sich gegen uns verschworen haben, nur weil wir die Steuern zu hoch getrieben haben. Ja, so Steuern, ja, gut. Die waren allgemein so ein bisschen verklatscht. Ey. Sag nichts Falsches. Ich war schuld. Ich weiß. Immerhin wollten ja alle in unsere geile Festung. Ja? Was heißt unsere? In meine. Hey, immerhin waren da ein paar Gebäude von mir. So ein, zwei. Aber wir reden gerade um den heißen Brei rum und die Leute verstehen kein Wort, weil sie nicht auf diesem Server waren. Wahrscheinlich. Wenn du wüsstest, ich habe jetzt schon die ganze Zeit so... Was heißt die ganze Zeit? Ich habe jetzt so für kurze Zeit mal ein Bild eingeblendet, weil ich das immer noch besitze, die Map. Moment mal. Das Bild von der Burg? Nicht nur das Bild, die gesamte Map. Wie blendest du dir da ein, die ganze Map? Das ist, ich habe ein Videobearbeitungstool. Ist ja gut. Ich besitze sowas nicht. Also doch, eigentlich schon, aber ich benutze es nicht so gut wie du. Ja. Meins sieht eher so aus wie ein von einem Kleinkind gezeichnetem Miststück. Programm. Ey. Nein, das ist auch Kunst. Ja, meist der Zeichenkunst. Richtig. Richtig. Also wenn jemand was gegen meine Zeichenkunst hat, der soll mich persönlich mal darauf anschreiben. Ganz viele sehen. Kommentare. Scheiß Zeichnung, du kannst nicht malen. Verpiss dich. So wollen wir das hier nicht sehen. Hau ab. Oh. So. Ich bräuchte jetzt Cobblestone. Okay, ganz das sieht merkwürdig aus. Was? Mein Haus sieht jetzt verdammt merkwürdig aus. Ja, es hat so was Asiatisches. Es hat irgendwas wie einem Bart oder so. Als hätte abfackeln! Als hätte jetzt eine
ein Feuerzeug benutzt, wäre ich sowas von ausgerastet. Das ganze Haus besteht aus Holz. I slap you with a steak. Ha! I slap you with a Kettensäge. Summ, 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 summ. Geh aus dem Weg. Ich brauche jetzt meinen. Nein! Cobblestone. Lass mich rein. Ne! Draußen ist es kalt. Ja, Pech. Wir sind Kreaturen. Ja, auch Pech. Lass mich rein. Nö. Momentchen. Ja, Katze. Kriegst gleich dein Fressi. Ich will rein. Ich hatte schon mal einen richtig awkward Moment. Meine Katze in real life kam hinein, hat miaut und ich dachte, das wäre die Katze aus Minecraft. Keine 5 Minuten später war es genau andersrum, bis ich gemerkt habe, dass irgendeine Kralle sich auf einmal ganz tief in mein Fleisch gekrallt hat, und zwar vom Fuß, und ich gemerkt habe, okay, Leonie hat Hunger. Oh. Da war das dann auch schon wieder rum. Dann war der Traum vorbei von richtiger Katze. Ach ja, ich mag deine Katze. Ja, ja, ist gut, ja. Nein, oh. In dem Sinne meine ich das sogar nicht. Nein, ich auch nicht, sondern in dem Sinne von, ja, ja, wenn sie mir weh tut, magst du sie, genau. Ach so, ah, ja, ja, genau. Ja, doch. Nee, aber in dem Sinne stimmt das ja auch. Schmerzen. Hey, 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 apropos Schmerzen, ich muss dir auch mal wieder welche zubereiten. Komm mal hier hin und bitte den gesamten Baum abholzen. Ist ein etwas größerer. Irgendwann später vielleicht. Ach, komm schon. Warum hat der Scheiß jetzt eigentlich keinen... Mich verarschen? Hat er jetzt keinen... Ach, doch hat er. Verdammt, ich bin blind. Dum, dim, 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 wir haben schon mittlerweile eine sehr, sehr große Menge an Getreide und weitere Ressourcen, die wir nicht gebrauchen können. Yep. Und die kommen später alle ins Lagerhaus, damit der ganze Schund der Abonnenten den ganzen Müll von uns kassiert und uns sich damit dann die Häuser baut. Yep. Wir bekommen unseren Müll. Yep. Ich meinte natürlich, vielleicht. Nein, sie bekommen unsere wertvollsten Items, wir geben ihnen alles. Und Fürsorge. Fürsorge alle Male, aber keine Items. Ne. Scheiß Materialisten hier alle. Genau. Ach, alle ja. Spaß haben. Das, nee, wir wollen Geld. Das ist ziemlich krass, wenn ich mir das mal hier so angucke. Ich habe soeben nämlich, oh, ganz schön viel schon geschafft, das Lagerhaus, beziehungsweise ich habe jetzt eine Umrandung des Daches gemacht und bin nicht mal, ja, beziehungsweise habe schon fast ein ganzes Deck weg. Das ist natürlich leicht behindert, also musst du doch wieder Marmor. Au. Ich habe doch gesagt, das Marmor reicht nicht. Und du wolltest nicht hören. Nee, ich habe zu viel Marmor sogar gehabt. Oh. Ich rede jetzt von Cobblestone und Treppen. Ich hab doch gesagt, du brauchst, hast du viel. Aber es wird immer weniger. Und das ist wieder schön. Und jetzt hier ran. Nein! Brauchst Mac. Du Flex and Seeds? Ich habe deine Mutter. Nein, habe ich nicht. Weil es ist deine Farm und mit deiner Farm mache ich nichts. Na gut, dann nicht. Dann werde ich jetzt meine Farm erweitern. Und zwar diesmal als eine richtige Farm und nicht diese gammlige, total schlechte, billig gemachte, voll ins See gesetzte Müllscheiß da. Willst du jetzt auf mein Zuckerplantagenrohr links da ansprechen? Geht das auch. Aber ich brauche uns Arsch. Was war das für eine Sprache? Nikodemisch auf etwas Kisualisch gemischt. Sollte man in der Schule beibringen. Ah, genau. Jetzt weiß ich, was mein architektonischer Fehler war. Wupp. Wupp. Ich brauche echt mal so ein bisschen Schaufeln. Ich dachte schon Menschenfleisch. Menschenfleisch. Ding, ding, dong, ding, dong, dong. Ey, runter!
Holla, wir wollen dann ein bisschen Fiesta machen. Ich brauche eine Schaufel. Hast du eine Schaufel? Ich habe... Schaufel? Nee. Keine Schaufel? Nee. Aber dann muss ich mir eine bauen. Moment, doch, ich habe eine. Nee, jetzt brauche ich keine, jetzt brauche ich meine eigene. Ja. Mit meinen eigenen. Ja. Dann Ressourcen. Okay. Und so habe ich jetzt insgesamt 8 Schaufeln. Nee, warte mal, das wird falsch. Insgesamt 4 Schaufeln. Ja. Das könnte ich hier dran packen. Yo, das geht. Und jetzt geht's ein bisschen an Terraforming. Ich muss ja sagen, es wird langsam nachts. Und nachts zu arbeiten ist gefährlich. Wie Kinder nun mal wissen. Jedenfalls afrikanische. Und der war jetzt mies. Ja. Jetzt bekommt was er meint. Ja, das muss jetzt sein. Afrikanische Kinder hätten dich jetzt. Mit? Afrikanische Kinder hätten dich jetzt auf YouTube. Ja. Mit ihren Bambusrechnern. Hey, wir haben festgestellt, dass die schneller sind als unsere Rechner hier, die Bambusleitungen. Schnelleres Internet bieten als die von anderen. Das heißt, seine auf jeden Fall. Ja, das ist wohl wahr. Der Server dürfte nämlich nicht von Nikodem gehostet werden, weil sonst würde der Server nicht laufen. So ganz und gar nicht. Knochen! Ist der. Apropos Knochen, ab ins Bett. Ach ja, übrigens, jemand hat gefragt, kannst du nicht bitte ein Texturenpack benutzen, extra was für Ticket gewählt worden ist? Ich würde sagen, verpiss dich. Okay, ich gehe wieder. Also, ich könnte sagen ja, aber ich könnte auch sagen nein. Denn Texturenpacks sind wirklich, da bin ich wirklich extrem, extremst wählerisch. Oh ja, das ist er. Wie bei den Frauen. Ja. Da habt ihr es gehört. Also ihr habt keine Chance bei Curriculum, wenn ihr nicht mindestens den oder den Wert habt. DPI-Wert. Ja, genau den. Ihr müsst so und so einen besprechenden DPI-Wert. Du Arsch! Was denn? Was machst du hier dauernd so eine Umweltverschmutzung? Ja, ist ja gut, ich wollte weg! Mach! Das ist Umweltverschmutzung, das kannst du doch nicht bringen! Guck dir. Okay, das sieht behindert aus. So. Hä? Moment mal. Was zur. Herzlichen Glückwunsch! Das ich sag doch, du hast es verpestet! Ah, du! Und damit sagen wir wieder: Hauen Sie, Leute! Bis zur nächsten Folge! Wir müssen jetzt erstmal die Ölkatastrophe hier bereinigen. Gut, dann hauen sie rein. Ciao. Hauen sie! Hey, hat hier jemand Bock auf Borderlands 2?